Grüß Gott miteinander bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist angesetzt. Ein wunderschöner Morgen. Aber heute machen wir keine Folge über schöne Garten, sondern ich bin heute beim Peter Pfanner. Pfanner Fruchtsaft in Lautrach. Und es freut mich, dass ich den Peter wirklich schon so früh aus dem Bett gebracht habe. Morgen, Peter. Morgen, Franz. Hallo. Also, wir befinden uns da aktuell in unserem Garten. Links hinter ist das Rosenheim, das hat mein Großvater 1929 selber gebaut. Und das war ihm ganz wichtig. Und wir haben das Stollo als Andenken an ihn. Und das ist für mich auch als Kind ein wichtiges Thema gewesen, da zum Spielen. Und wir finden uns da aber am Firmensitz der Firma Pfanner. Und das Ziel ist, dass wir von da aufs Kennziele laufen. Der Weg, wo wir gehen, ist, wir laufen Richtung Bregenzerach, dann über die VKW Richtung Kinderdorf. Vom Kinderdorf gehen wir am fallenden Bach rauf. Der untere Kennzielewerk, hintere, Richtung Flur. Vom Flur aufs Kennziele und dann vom Kennziele über den Gebersberg wieder zurück. Das ist meine Hausstrecke, wo ich sehr, sehr gerne laufe. Deshalb haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen. Es sind ungefähr 350 Höhenmeter, aber ein sehr, sehr schöner Weg. Und da im Hintergrund, das ist der Firmengrundsitz, oder? Das Gast. Das ist der Firmensitz. Das Haus hat mein Urgroßvater 1856 gekauft, damals als Gastbetrieb. Das war ein Gasthaus mit Bierproduktion. Und später hat sich alles entwickelt in den letzten 160 Jahren. Ja, Peter, jetzt sind wir schon dreiviertel Stunde unterwegs. Wunderschöner Hintergrund, Riederburg, der See. Aber das ist jetzt sowieso die Reichtag. Da, das ist richtig, weil ich wirklich den Werk sehr oft gegangen und das ist nicht gestellt, weil ich es sehr gern habe. Für mich ideal, ich wohne in Lutrach, ich arbeite in Lutrach und ich komme einfach da relativ gut daher. Du bist geboren, da in Lutrach und hast drei Brüder, glaube ich. Ich bin in Lutrach geboren, habe drei Geschwister, ich bin die Jüngste und bin so quasi, auf mich hat niemand erzählt, dass ich da in die Firma komme. Ich war eigentlich der Jüngste und der Wunsch meines Vaters wäre gewesen, dass ich Jus studiere. Deshalb bin ich nach der Volksschule bin nicht mehr rausgegangen, war dort die Unterstufe besucht. Ich muss ehrlich sagen, mir das Jus nicht interessiert. Deshalb habe ich dann selber entschieden, dass ich in die Handelsakademie gegangen und bin dann in die Handelsakademie gegangen, habe dort Matura gemacht, habe mich eigentlich da während dem Studium oder während der Schulzeit schon relativ intensiv politisch engagiert. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher, war dann Bundesschulsprecher, mir hat das gefallen. Da hatte ich Fradelberger Schüler zu zum Vertreter. Dementsprechend waren vielleicht die Noten dann zur Matura nicht wahnsinnig gut, aber positiv ist positiv. Ich bin dann nach der Handelsakademie, wollte ich studieren gehen und dann habe ich und dann wollte ich auf Innsbruck gehen, weil meine heutige Frau, damalige Freundin, die war in Vorarlberg. Und ich wollte nicht auf Wien gehen, wie die meisten Kollegen von mir. Deshalb habe ich mich auf Innsbruck entschieden und habe dann eigentlich eine Unterkunft gesucht und bin durch Zufall, durch Glück, habe ich dann eine Wohnung gefunden. Und mein Zimmerkollege damals war der Markus Wallner aus Frastanz. Der Markus war Unisprecher und ich war so wie Fakultätssprecher für 3-4 Jahre im Akademischen Senat und die Geschichte. Also der politische Boden wäre da gewesen, das Interesse wäre auch da gewesen. Aber irgendwann habe ich dann gesehen, nach dem Studium, für mich ist das wesentliche das Unternehmen und habe dann eigentlich diese politische Karriere beendet. Ich bin heute weder bei einer politischen Partei unterwegs noch politisch tätig. Was hast du noch für Hobbys? Also für mich ist natürlich wichtig, dass ich einen Ausgleich brauche und mein größter Ausgleich ist die Familie. Ich habe drei Kinder und ich möchte eigentlich auch die Zeit, die ich habe, aktiv im Familienleben mit beteiligen. Neben der Familie brauche ich auch Entspannung. Das heißt, ich lese sehr gern. Mein Hobby ist eigentlich Geschichte. Ich bin mit Markus gesagt, das, was du studierst, ist mein Hobby. Geschichte ist eigentlich mein Hobby, wo ich sehr gern mich beschäftige. Natürlich kurz Reisen dazu, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch froh am Wochenende, wenn ich mal nichts höre und nichts sehe und einfach mal gemütlich irgendwo sitze und auch eine nette, tolle Flasche Wein trinke. Ja, dort hast du ja einen schönen Keller. Also ich glaube, du hockst ja an der Quelle. Das stimmt, also da muss niemand Mitleid haben mit mir.
Ja, Peter, jetzt sind wir rüber, ein bisschen mehr als 2 Stunden gelaufen und du hast uns ein Kleinod gezeigt. So was Wunderschönes und das in der Landeshauptstadt Bregenz. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir gefällt es und das Schöne da ist das, du kannst 100-mal laufen, das ist immer noch schön. Und man kann mit Familie und... Okay, also und auch die Aussicht, nochmal gesehen, ist einfach toll, da ins Rheintal aber Nachbargemeinde. Ich sehe sogar dahinter deine Firma, der ja. Lutracher Kirche. Ja. Die lassen wir nicht allein, gell? Nein, den hast du immer im Auge, der Chef muss ein Auge einwerfen. Gell? Also wie hat das mit dem Familienunternehmer Pfander angefangen? Der Beginn des Unternehmens war 1856. In dem Jahr hat mein Urgroßvater Maximilian Hermann Pfanner den Gasthof zum Hirschen in Lutrach gekauft und das gilt als unser Gründungsjahr. Es war eine Gastwirtschaft mit einer Bierbrauerei. Sein Sohn, der Johann Pfanner, hat die Bierbrauerei Silo und hat sich dann angefangen mit Wein und Schnaps zu konzentrieren. Das heißt also, unser Geschäft mit Wein und Schnaps ist eigentlich das älteste heute bestehende Geschäft, was die Firma Pfanner heute noch hat. Und dann der Johann hat das dann übergeht meinem Großvater, dem Hermann Pfanner, wo wir heute schon das nette Gartenhäuschen gesehen haben. Und der Hermann Pfanner hat dann angefangen mit dem Äpfel. Und wir machen eigentlich, seit nach dem Ersten Weltkrieg, machen wir eigentlich Äpfelsaft. Und, aber mein Großvater ist schon sehr früh gestorben, 1944. Damals hat meine Großmutter, eine ganz resolute, tolle Bauerfrau, wie wir heute sagen, die Ferdinanda Pfanner, hat das Unternehmen weiter übernommen, weil mein Vater und die Geschwisterfirmen waren im Zweiten Weltkrieg beschäftigt und hat das über den Zweiten Weltkrieg umgeführt. Und dann hat man am Zweiten Weltkrieg hat meine Großmutter mit meinem Vater und meiner 2 Onkel und meiner Tante das Unternehmen weiterentwickelt. Und jetzt sind wir eigentlich in der 5. Generation tätig. Das Unternehmen Pfanner hat 6 Eigentümer. Von den 6 Eigentümer sind eigentlich nach wie vor 5 operativen Unternehmen tätig. Unsere Mitbewerber, das sind Riesenkonzerne und wir sind sozusagen ein Familienunternehmen aus Lutrach, wo mittlerweile in 80 Ländern über 5 Produktionsbetriebe 450 Millionen Liter Fruchtsäfte und Eistees produziert und verkauft. Für das sind wir stolz. Wir haben ein eigenes Profil und mit dem eigenen Profil geht es uns gut. Und wir wählen keine Kopie für irgendjemand, sondern wir sind wir. Und das, mit dem sind wir zufrieden. Ihr habt, glaube ich, über 800 Mitarbeiter. Gell? Wir haben mittlerweile 800 Mitarbeiter, das stimmt. Davon sind es 420 in Österreich und ungefähr die doppelte Menge im Ausland. Wir haben Produktionsbetriebe in Deutschland, in Italien, in der Ukraine. Auf das sind wir stolz, aber von Herzen sind wir Vorarlberger Unternehmen und die Firmenzentrale ist und bleibt in Lauterach. Das ist uns wichtig. Kannst du dich noch an das Kind erinnern, das du einmal warst? Als du gerne um 6 Uhr morgens aufgestanden bist, um zu schreien und herumzurennen, als du vom Fliegen geträumt hast, immer etwas gemalt hast, es geliebt hast, etwas zu erfinden, als du in Pfützen gesprungen bist, als du nie gefroren hast. Es ist Zeit, wieder dieses Kind zu sein. Zeit rauszugehen. Time to play. Mein Elber hat Persönlichkeit. Meine. Ob Module nach Wunsch hinzufügen, Profilfoto hochladen oder eigene Farben wählen. Das neue Mein Elber. Österreichs persönlichstes Finanzportal. Raiffeisen. Meine Bank. Unverfälschter und reiner Geschmack. Qualität durch ausgesuchte Rohstoffe. Wir leben Tradition. Die Brauerei Frastanz. Du, ich hatte
ich würde sagen, sehr stärker mal rüber. Ich habe die Lager Monika sagt, da einige regionale Produkte. Warte, okay. Die kannst du den zur Stärkung nehmen. Also, ein gutes Freistandsbier. Ja, ein kleines Kleine geht immer. Warte, jetzt da wir nachher noch, dann nehmen wir ein Schlückchen nachher. Schau. Da haben wir Brötchen, dass wir uns stärken können. Da. Vom Broger, Regen zur Wald, gute Landjäger. Und vom Vorarlberg, mich am Bergkäse. Übrigens, Bergkäse liegt mir auf der ganzen Welt. Also, wenn ich ein Gastgeschenk bringe, und den haben dann natürlich, wie in Vorarlberg üblich, ein guter Schnaps, weißt du? Ja, genau. Wenn manch von wem der ist. Ja, danke, gell? Und Jaskater. Zum Wohl. Zum Wohle. Ihr exportieren ja über 80%, aber was ihr als besondere Marke habt, und das sind der Weltmeister, ist ihr im Fairtrade-Produktion von Säften, was sind ihr von der Menge her schon Weltmeister? Was kann man dazu sagen? Es stimmt, wir sind mit ca. 30 Millionen Liter Fairtrade-Säften der weltgrößte Hersteller von Fairtrade-Fruchtsäften. Wir machen das eigentlich seit 1999, also nächstes Jahr 20 Jahre. Mir hat die Idee sehr gut gefallen. Einfach deshalb, weil man über den Fairtrade-Gedanken versucht, Familienbetriebe in ärmeren Herstellländern zu unterstützen, durch das, dass man ihnen garantierte Mindestpreise garantiert, wenn sie gewisse Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder gegen Kinderarbeit unterstützen. Und über diese Projekte, und da habe ich mich angesprochen gefühlt als Familienunternehmen da zum Gestalter, und ich sehe das, dass wir das sehr glaubwürdig auch, dass wir das machen können. Und ich glaube, der Grund ist der, dass wir der Größte sind. Viele große Betriebe haben ein Problem, dass sie das selber glaubwürdig umbringen, dass sie Fairtrade machen. Und wir können es, glaube ich, sehr glaubwürdig machen. Also das letzte Jahr war ja für euch, im wahrsten Sinne des Wortes, ein saftiges Jahr mit 262 Millionen Umsatz. Das stimmt. Letztes Jahr war ein sehr positives Jahr. Wir haben es gut entwickelt. Natürlich, Umsatz ist nicht immer alles, aber wir sind absolut zufrieden gewesen. Und wir sehen Hirscher, dass wir heute nochmal eine Schaufel drauflegen werden mit einem starken Wachstum. Wir legen 15% wachstumsmäßig vorne und sind der Überzeugung, dass es ein ganz tolles Jahr werden wird. Ja, ihr habt auch die letzten drei Jahre weltweit 50 Millionen investiert. Also da kommt denn schon wieder was raus? Man sieht, es war die richtige Entscheidung, das so zum tun, weil ohne diese Investitionen könnte man dieses Wachstum, wo wir zurzeit haben, auch nicht bewerkstelligen. Und ich gehe davon aus, dass das Investitionsvolumen in der Größenordnung in den nächsten Jahren weitergehen wird. So, ihr dann ja so viel exportieren, aber man kann im Ländle, an einem wunderschönen Ort, Sachen einkaufen, alle Spezialitäten von Pfanner, und zwar ist das, wie heißt das Lädele? Wir sagen, das ist Pfannerlädele, das ist in Luttrach in der Lerchenauer Straße, wo wir die Möglichkeit bieten, das gesamte Pfannersortiment, und da reden wir über 100 verschiedene Produkte, die man teilweise nicht überall kriegt, zu beziehen. Und da gibt es auch die ganze Welt von Pfanner im Bereich von Wein und Spiritosen. Und schon einmal vorbei, uns wird es freuen. Und ich glaube, da können wir wirklich was Tolles mit Sicherheit für alle Interessen was finden. So, jetzt, du hast uns heute einen wunderschönen Platz da gezeigt, jetzt rund um Reh. Also Vorarlberg ist ja wunderschön. Aber wie erklärst jetzt du bist so viel im Ausland, an einem fremden Vorarlberg mit 3-4 Worten? Vorarlberg ist ein Ort, wo viele Leute gerne Urlaub machen würden. Vorarlberg ist ein Ort, wo mit einer tollen Infrastruktur auch tolle Wirtschaftsleistungen möglich sind. Und Vorarlberg ist ein Ort, wo es nette, gehörige, solide Leute gibt. Solid ist heute auch der Tag und wunderschön. Ich bedanke mich ganz herzlich, Peter, danke, bei dir, dass du uns etwas war mir eine Ehre. Ja. Und nochmal gesagt, ich mache so Sachen nicht so gern, aber wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Und deshalb war es mir eine Ehre, das mit dir zu tun. Ja, aber ich hoffe nicht, dass jetzt noch 100 andere Leute auf dir Gedanken können, mit mir solche Sachen zu machen. Nein, man sieht, Humor ist da gewesen. Ja, eine Freude haben wir gehabt, oder? Ja, und die Freude, liebe Zuseher, die haben dir hoffentlich, wenn ihr den Beitrag seht, Begegnung am Berg mit Peter Pfanner, dem Fruchtsaftmacher. Nächste Woche kommt eine neue Folge wieder mit der Persönlichkeit von einem anderen Berg. Bis dahin, genießt das Leben und fein beieinander.